100 Millionen Mal. Weltweit hat sich der Game Boy schon verkauft, hauptsächlich jedoch an kleine Kinder. Mit der teuersten Version wollen die Macher nun auch Teens und Twens für die Spielekonsole im Taschenformat begeistern. Kein Kinderzimmer ist vor ihm sicher. Über 12 Millionen Mal ging der Game Boy über deutsche Ladentische und die Erfolgsstory geht weiter. Mit dem Advanced. Game Boy Advance. Ob dieses Ding hält, was es verspricht? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Sie können es ab heute selbst testen und wir haben irgendwie Fachleute dran gelassen. Ja. Kleiner, handlicher und, so die Macher, das Beste, was der Markt hergibt. Weißt du, was es ist? Ein Gameboy, ne? Ein Gameboy. Ja. Und zwar nicht irgendein Gameboy, sondern der wunderschöne Gameboy Advance von Nintendo. Er ist bunter, schneller und besser als sein Vorgänger mit einem absolut neuartigen Bildschirm. Und seine PCM-Soundwiedergabe sorgt für ein bisher unerreichtes Klangerlebnis. Ist ja super, ja. Super, ja. Der Gameboy Advance besitzt einen 50% größeren Bildschirm, kann über 32.000 Farben gleichzeitig darstellen und besitzt zwei neue L- und R-Tasten, die zum Spielen gedacht sind. Das ist, war vorher noch nie möglich gewesen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt durch den Game Boy Advance Spiele darzustellen in der Qualität, die wir vorher auf dem Handheld noch nie gesehen haben. Noch bessere Farben, noch schärfere Bilder. Die Grafiken erinnern an die frühen PlayStation-Spiele. Zwischensequenzen wirken wie ein Film und auch die Spielszenen sind nicht mehr nur für Kleinkinder. Mit einem speziellen Kabel können bis zu 4 Spieler gegeneinander antreten. Und Futter für die kleine Maschine gibt es reichlich. Insgesamt 13 Spiele, speziell für den Game Boy Advance. Es werden Rollenspiele sein, es werden Sportspiele sein, Autorennspiele sein. Also es ist komplett für jeden was dabei, auch zum Kniffeln ist was dabei. Jeder ist abgedeckt damit. Doch der smarte Mini-Player hat seinen Preis, um die 250 Mark. Damit ist der Game Boy Advance 100 Mark teurer als sein Vorgänger. Auf der Launchparty dürfen die Promis schon mal Hand anlegen, auch wenn es noch nicht so recht klappt. Die Jungs und Mädels von unter uns haben gleich 3 neue Gameboys miteinander vernetzt und spielen gegeneinander. Vernetzbar ist der neue Gameboy auch mit der Nintendo-Spiele-Konsole, dem GameCube, der nächstes Jahr in Deutschland erscheint. Die Fans können dann auf der Konsole ein Rennen fahren und ihre Fahrzeuge im Gameboy einfach mitnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Rennspiel mit Ihren Freunden, Sie spielen dann im Schwimmbad weiter, modifizieren Ihr Fahrzeug, mit dem Sie um die Rennstrecken fahren wollen, kommen dann zurück, treffen sich am nächsten Abend und spielen dann gemeinsam mit einem modifizierten Auto auf dem GameCube weiter. In Japan standen noch viele erwachsene Schlange. Dort können die Gameboy-Fans nämlich über Handy auch online spielen. Bei uns geht das noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Die Dinge, die Sie dort in Japan sehen, das sind Dinge, die noch im Pilotstadium quasi sind. Wir überprüfen dort, wie eben die Konsumenten darauf ansprechen. Ob es ein Thema für Europa werden wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Selbst ohne diese Spielereien ist der Game Boy Advance auch für Erwachsene interessant. Der Preis von 250 Mark ist ja auch eher ein Erwachsenenpreis. In Japan hat der Preis niemanden gestört. Beim Start im März standen lange Schlangen vor den Läden. Schon nach 5 Wochen waren 1,6 Millionen Stück verkauft. Tokio im Game Boy-Rausch. Und bei uns geht's heute los. Mit dem großen Run auf die kleine Wunderbox.